Da muss ich jetzt meinen Mic anmachen. Die Kaffeemaschine hat einfach viel länger gebraucht, als ich dachte. Leco mio. Das geht, Friends. Ich bin ehrlich zu euch. Ich bin ein Mensch, ich gehe sehr optimistisch durchs Leben. Ich bin meistens sehr positiv, mal abgesehen jetzt von Speedrun. Ich bin ein typischer Yo-Yo, das klappt schon. Das kriegen wir schon hin, Typ. Aber bei Nintendo Online, also da ist wirklich jeder Funken Hoffnung verloren. Komm, meine lieben Freunde, wir spielen uns in Rage bei diesem höchst exquisiten Gesellschaftsspiel zur Belustigung unserer Sinne. By the way, für alle, die fragen, schaut das neue Bockblin-Video, haltet euren Mund. Wann kommt wieder Animal Crossing? Morgen. Warum siehst du so gut aus? Angeboren. Ich muss ein System-Update für Monopoly Switch machen? Ist das dein scheiß Ernst? Hä, was? Sind wir wirklich? Wir sind 1400 Zuschauer? Wieso? Wir switchen, ne? Hier rüber. Herzlich willkommen zu Monopoly Switch. Willkommen zu Monopoly für Nintendo Switch. Wer ist der Synchronsprecher, Alter? Herzlich willkommen zu Monopoly für Nintendo Switch. Oh. Oh nein, jetzt habe ich Englisch genommen. Game Settings. Ich kann die Sprache hier nicht mehr ändern. Ist das euer Kack ernst? Ich könnte schon wieder anfangen zu ranten. Warte, ich muss schon wieder. Oh, willkommen. Gesundheit, Katzen, Smiley mit Freudentränen, niesen das Gesicht. Danke, Tanja. Let's go, der Hase. Ha, erstmal auf mein eigenes Feld gelandet. Ich sage, bist du das Schlossallee vor? Ah, das kann er sich nicht. Doch. Als ob, was ist das? Erster Zug, Schlossallee. Ist das dein scheiß Ernst? Ey, wir können aufhören. Oh nein, das LAN-Kabel ist raus. Mist. So, Leute, jetzt sind wir dran. Eine stabile 8 rausgehasselt. Schön auf Ehrenbruder-Basis die Elisenstraße kaufen. Her damit. Ha, da landet. Ja, sind auf der Elisenstraße. Und drückt erstmal 6 Moneten an mich ab. Lol. Alex muss auch in Knast. Also, wir sind mit einem Dreamer-Video in den Trends gelandet. Als nächstes landen wir jetzt mit einem Monopoly-Stream in den Trends. Das wäre wild. Krankenhausgebühren, du zahlst 100 Moneten. Ja, schade, Alex. So ein Mist. Auf der roten Straße. Was? Das gehört schon Alex. Oh toll, wir müssen 18 Moneten zahlen. Jede Runde, wo man keine Straße bekommt, ist ganz schlimm. Weil die ersten Runden im Monopoly sind so fucking entscheidend. Ah. Wasserwerk. Was? Yasin kauft das Wasserwerk nicht. Was? Wir sind jetzt beim über dem Standardpreis. Das ist immer schwierig bei so Auktionen. Soll ich da noch mitgehen oder nicht? Nein! Alex geht nochmal drüber, das Schwein. Alex will's wissen. Okay, jetzt bin ich raus. 200 konnten wir Alex aus der Tasche ziehen. Ich glaube, er hat Verlust damit gemacht. Ich glaube, das war keine gute Investition für Alex. Wir werden sehen. Jetzt ist Alex auch rausgeflogen. No way. Wir spielen seit einer halben Stunde und 2 Leute sind schon rausgeflogen. Oh, Goethestraße müsste das sein. Her damit. Ja, da läuft er erstmal auf Ehrenbruderbasis auf meine Goethestraße. Ratatata, die Gang ist da. Alex ist schon wieder rausgeflogen. Ach komm, das ist doch so lächerlich. Jawohl, Elisenstraße gehört mir. Her mit den Moneten. Oh, what? Ich glaube, ich habe Alex für bankrott erklärt, kann das sein? So schnell kann es gehen mit der Insolvenz. Seht ihr, dass dieses Spiel eigentlich nicht streambar ist, wenn in jeder Runde permanent Leute rausfliegen? Ich habe es jetzt insgesamt 4-mal gestreamt. Please accept. Ich habe zwar Bock auf das Spiel, aber keinen Bock auf Nintendo Online. 200 über Start bekommen, 200... Ich bin jetzt in 2 Runden auf 2 Feldern gelandet und musste insgesamt 300 Moneten abdrücken. Was ist das? Amazing. Amazing Spendeding. Danke für diese Weltveränderung. Der Nachricht. Danke, PayPal-Spende. Damit hast du mein Leben bereichert. Wisst ihr mittlerweile, wer die PayPal-Spende ist, Friends? Kaching! Unser Lieblingskapitalist ist wieder am Start. Natürlich, Kapitalismus regelt. Spaß, Düdel, Düdel, Dü. Ich bin doch kein Girl. Düdel, Düdel, Dü. Ich bin ein Döner, Düdü. Yasin hat keine Straßenkombination vollständig. Ich hab aber was er braucht. Ich hab was er braucht. Ich hab die Grüne. Oh, Yasin, wenn du die Grüne willst, Bruder, dann musst du blechen. Dann musst du blechen as shit. Schnallt euch an. Den anderen Gurt nehmen wir auch noch. Weil wenn Yasin jetzt was von mir haben will, dann muss er auf den Tisch hauen. Er ist safe nicht. Lächerlich. Lächerlich. Ich habe einfach Yasin in der Hand. Ich habe Yasins komplette Einnahme in der Hand. Ich habe grün und hellblau und beides braucht er. Yo! Tschüss! Oha! Das ist krass. Kann ich das Geld auch in Monopoly transferieren? Hahaha. Alter! Was geht ab, Mann? Weil er weiß, wie... Here we go!
Ich spiele doch nur Monopoly. Digga, ist das dein Scheiß ernst? Digga, was passiert hier? Swiss Money, warte. Digga, du kannst nicht einfach 117 Swiss Money raushauen, wenn der Alert nicht mal zu 100% funktioniert. Warte, oh shit. Meine Vergangenheit nicht mehr zu greifen. Schaut beim Chat oben, das ist krank. Das ist... Schon lange kein Spiel mehr, für meine Vergangenheit nicht mehr zu greifen. Ich hab einfach zu viel Geld. Was zur Hölle? Ich hab keinen Schimmer, was im Spiel gerade passiert. Und wenn ich ehrlich bin, juckt's mich auch nicht. Ah, ich hab meinen Schlüssel. Alter, ich muss jetzt komplett los. Schon lange kein Spiel. Das ist doch, was ist das? Liebe Grüße aus Österreich. Alter, wurden in Österreich heute Goldesel verschenkt oder was? Alter, in Österreich muss halt irgendwas passiert sein, von dem ich nichts mitbekommen habe. Ja? Ja. Ich beschreibe euch jetzt mal die Situation. Jando hat aktuell nur seine braunen Straßen. Mit den braunen Straßen wird er aber nicht gewinnen. Die bringen ihm zu wenig, außer natürlich mit Ultra-Würfel-Glück auf Doom. Wenn ich ihm aber die blaue Straße gebe, ne, sobald einer auf der Schlossallee landet, ist Feierabend. Sprich, aktuell hat er so gut wie keine Chance zu gewinnen, wenn ich sie ihm verkaufe, hat er sehr gute Chancen zu gewinnen. Ich habe die Macht über Jandos Spielerfolg in der Hand und deswegen bin ich nicht interessiert, weil ich natürlich nicht will, dass er gewinnt. Alter. Digga! Was sagen die Karten? Bitte pass auf, dass du noch genügend für dich hast. Please. Ich habe so ein mieses Gefühl, wenn jemand so viel spendet. Wisst ihr das? Es ist nicht Hübi Charity. Wir sind immer noch 1400? What the hell? Es ist Monopoly. Oh, nee. Mein Geld ist gleich weg. Sieht nicht gut aus, Leute. Sieht nicht gut aus für uns. Oh, ich muss nochmal. Ich will nicht nochmal. Ich will einfach nur stehen bleiben. Ich bin down. Ich bin, glaube ich, tot. Ich muss Jando die Parkstraße geben. Oh, nein. Das ist nicht gut, Mann. Landet auf meinen fucking Straßen, please. Digga, wie oft landet ihr jetzt noch auf den Feldern von Jando? Jando hat 4 oder 5 Straßen. Und 24/7 landen Leute auf diesen 4 Straßen von Jando. Wie viel Glück muss man haben? Bei mir ist Feierabend, Leute. Alter, noch... Jando macht mir das Angebot für die Parkstraße. Er weiß, dass ich struggle. Das Angebot für die Parkstraße steht. Du musst noch A drücken, Jando. Wie lautet Ihr Angebot? Ha! Er war zu blöd, das Cash zu ändern. Er wollte eigentlich, ich glaube, 650 geben. Akzeptiert. Wieso landen alle auf Jandos Stuff? Er hat 5 Straßen. Und permanent landen Leute auf seinem Stuff. Wie kann das sein? Ich glaube auch, das Spiel mag mich nicht. Ich glaube, das Spiel hat sich gegen mich verschworen. Ja, Reset, Leute, Reset. Daraus muss ein Best-of gemacht werden. Nein, das wird einfach unter den Tisch gekehrt, diese ganze Partie. Yandex ist raus. Ich ersetze ihn durch eine KI. Und ist die normal ganze Verbindung zusammengebrochen? Auch ihn ersetze ich durch eine KI. Yasin ist noch drin. Yasin! Und jetzt werden Hotels gebaut, Digi. Zack, zack. Ich weiß, es ist dumm, so viel Geld auf einmal auszugeben. Aber alles oder nix. Ich muss eine Hypothek aufnehmen. Natürlich muss ich die Häuser renovieren. Das ist so lächerlich. No way. Er landet genau in der Mitte zwischen meinen Hotels. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Bruder, dein Scheiß ernst? Ja, 10 Moneten für mich. Leute, ich glaube, ich würfel jetzt meinen Untergang. So, Leute, seid ihr bereit für meinen Abschied? Nein, das sieht nicht gut aus. Ciao, Leute. Ich muss 1100 zahlen. Ich hatte kein Glück mit meinen Gelben. Ach komm, wisst ihr was? Fuck it, ganz ehrlich. Bankrott, das hat keinen Sinn mehr. Ich bin raus. Das Glück war auch wirklich nicht auf meiner Seite. Jetzt fallen sie alle wie Dominosteine. Nein, Hulk, ist es nicht. Wolltest du dich gerade offiziell als Idiot outen? Das Staub hast du absichtlich falsch geschrieben, aber das erste Bau stimmt trotzdem nicht. Nein, du hast ein AU, also ein AU hast du extra falsch umgeschrieben. Das habe ich geschnallt. Aber du hättest beide falsch umschreiben müssen und das hast du nicht gemacht. Ja, Digga, jetzt versuchst du dich wieder zu retten. Jetzt tust du so, ja, jetzt mache ich einen anderen Joke. Digga, halt dein Maul. Du hast es einfach verkackt, gib's zu. Erst sagst du immer, ja, du peilst es nicht. Und dann versuchst du vom Thema abzulenken mit irgendeinem anderen Joke. Wenn Yasin jetzt auf einem falschen Feld landet, ist für Yasin vorbei. Wenn Jan wieder auf einem passenden Feld landet, dann kriegt Yasin wieder Geld. Die Runde ist zusammengebrochen. Die Lobby ist gerade zusammengebrochen. Ich habe nicht verloren, weil die Runde nicht beendet wurde. Unentschieden. Leider hat Yasin nicht gewonnen. So ein Mist aber auch. Nur nochmal als Hinweis für euch. Ich habe jetzt in meinem Leben 4-mal Monopoly gestreamt und 3-mal davon ist die Lobby zusammengestürzt. Alles klar, Freunde.
Das soll's für heute gewesen sein. Es war mir eine große Ehre. Alle, die schreiben, Bock, ihr habt ein neues Video, haltet eure Schnauze. Und alle, die schreiben, der Läufer aus Sunshine ist der Postbote aus Ocarina of Time. Nice. Und alle, die mich fragen, was meine Meinung zum Update ist von Mario Maker, haltet auch eure Schnauze. Ich habe bereits darauf reagiert und zum Bock habe ich mich auch geäußert. Friends, danke fürs dabei sein. Das soll es gewesen sein. Peace.